Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 auf der Gemeinderade mit dem Ansgar und mit dem Sachsen-SWR. Hallo. Hi zusammen. Ich hab's falsch gesagt. Egal. Die Leute wissen, wer gemeint ist. Was hast du jetzt gesagt? Ich wollte eigentlich Rainer sagen. Rainer und Randy, aber... Ja, ja. Bei Rainer. Das versteht wieder keiner. Nee, oder nur die wenigsten. Aber wieso bin ich Rainer jetzt? Weil ich mein Singleplayer-Projekt irgendwie aus Versehen gesagt habe, im Projekt Rate zusammen mit Werner und Rainer. So, hab das auch selber nicht gerafft. Ich weiß nicht, warum ich da Rainer gesagt habe, aber naja. Aber gut, bei dir. Musstest du sagen, es war schon spät? Ja, es war 4 Uhr morgens. Ja. Da kann man ruhig meinen Namen verwechseln, glaube ich. Deswegen so. Naja, ist allerhand los in der Welt, das sage ich euch. Auch in der YouTube-Welt ist einiges los. Also was denn? Das verfolgt ihr ja nicht so, oder? Ach, naja, doch. Ich habe nur heute mitbekommen, dass Leon mal Scherne anzeigt. Das habe ich auch mitbekommen. Oh ja, das kriegt ihr mit, ja, wenn es dann so hart auf hart kommt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es soll jetzt keine Werbung, also Werbung, wir sind ja viel kleiner, ne? Aber ich guck Mr. Newstime tatsächlich. Und da erfährt man eigentlich so ziemlich alles, glaube ich, was so abgeht. Ja, weil ich habe einfach keine Zeit, mir um jedes Thema zu kümmern und deswegen gucke ich den da und dann weiß ich Bescheid. Mhm. Wo bist du eigentlich? Ich bin auf dem Feld hier alleine. Ah ja, ich komme zurück. Ich habe derweil in Feld 1 gegrubbert. Ach, ohne Schockert. Das Album, also Fame, Leo Maschers Album, ist ja, auch wann ist das rausgekommen? Ich glaube letzte Woche Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, oder vielleicht sogar noch eins davor, ich glaube sogar noch 2 Wochen davor, ist es ja endlich rausgekommen, sein Fame-Album. Was ja anfangs 39,99 kostet, nachdem sie es dann nicht gut verkauft hat, ging es auf 19,99 runter. Und ja, da hat er dann seine letzte Song. Das ist ja die Hälfte. Das ist die Hälfte. Naja, man muss es ja irgendwie verkaufen, ne? Und da gab es dann auch mal die letzte Song-Auskupplung aus diesem Album. Die nannte sich dann auch wie der Albumname Fame. Da war er dann in Island und hat dann, also nach 3 Liedern, ich bin so geil, ich hab die Bitches und wir haben die Kohle ohne Ende und fickt euch, kam dann natürlich noch das übliche Diebe-Song-Video, ne, mit dem textlichen Inhalt, was ist, wenn der Fame nicht mehr ist, habe ich dann weniger Klicks. Ne? Ist natürlich nicht so, ist klar, also wenn unser Hype auf YouTube mal vorbei ist, ist ja klar, dann starten wir richtig durch. Ne, das ist klar, weil ist ja logisch. Ist logisch, ja, genauso wie wenn ich jetzt bei mir das Licht ausmachen würde, dann ist es automatisch heller, wenn es nachts ist. Ne? Das ist ja ganz klar. Naturgesetz. Das ist Naturgesetz. Und dafür ist er extra nach Island gemacht. Video war professionell gemacht von Mark Duck oder Ducke, wie das da heißt. Also, ich meine, da haben sie sich schon mal gebessert. Die sind von diesen Handykameras oder Camcordern sind die weggegangen zu Street Cinema, die auch wirklich die Rap-Videos für große Rapper und alles machen. Ja, doch. Die wirklich die Videos für große Rapper auch machen, da nehmen sie schon ordentlich Kohle in der Hand, dass die Videos ordentlich sind. Das würde man ja wohl auch erwarten dürfen. Dann. Das wollte ich auch gerade sagen. Alles andere wäre ja eine Schande tatsächlich. Ja, aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist ja leider so das Problem. Ja, eine Woche in Island und hat dann halt so ein paar tiefe Drohnenaufnahmen und dann halt mit so einer... Der Beat ist halt geil, aber das ist halt immer so, ne? Du hast manche Rapper, die... Das ist so grottenschlecht, was du nicht mal Rap nennen kannst. Aber die haben die geilsten Beats. Das war bei Haftbefehl damals auch so. Weißt du, den Typen kann man sich vom Sprachgesang her nicht geben, aber der hat krasse Beats. Ist halt so. Und so war es dann halt auch. Der Beat war gut, war schön melodisch und alles. Aber der Rap war halt, ne, wieder unterirdisch. Und der Haider, ne, also der... Ah ja, der Herr Haider, ja. Der Haider, der hat eine Analyse zu den Dings gemacht und hat dazu noch schön rausgefunden, also nebenbei, dass er das Video so nebenbei auseinandergenommen hat, hat er da eine gewisse Ähnlichkeit mit einem anderen Musikvideo gefunden von einem anderen unbekannten Künstler, ne, der hieß Justin Bieber, und hat er mal kurz zwei Videos nebeneinander gestellt. Und ja, das, also ist nicht 1:1 kopiert, aber es ist durchaus kopiert, ja. So, also vom Szenenaufbau, nicht vom Gesang her und alles, also nicht vom Inhalt her, aber vom Szenenaufbau her, ne? Wo Justin Bieber ist zum Beispiel über so ein Flugzeug dann geskateboardet und der ist halt mit einem Quad irgendwo da lang gefahren. Justin Bieber war dann irgendwo in See und hat sich Wasser in die Schnauze gehauen. Der war an einer Wasserquelle und hat Wasser getrunken. Das war ganz lustig, ja. Also wurde sie schön an diesem Musikvideo inspiriert, wie man so schön sagt.
So viel zum Thema, weil er hat halt vorher noch eine Ansage gemacht, also Leon Mascher einen Tag vorher hat eine Ankündigung gemacht, dass das Video kommt, hat natürlich gesagt, ne, alle YouTuber, die jetzt so Videos über ihn machen und so, ne, die machen den größten Drecks-Content auf YouTube, weil die machen ja nur Klicks auf seinen Nacken. Ne, und das hat er dann mal noch kurzerhand mal kurz auseinandergenommen, indem er halt noch mal kurz gezeigt hat, woher das die Videoidee denn geklaut ist. Ja, das ist halt rausgekommen. Oh, ich bin leer, wunderbar. Benne, du bist auch leer, ne? Will sich jemand an meinem Rohr einhaken? Oh, das sieht auch sehr gut aus. Das ja, gut. So. It's not a bug, it's a feature. Ja, genau. Hey, ich bin leer, danke. Und jetzt ist er ja momentan auf Promotour für dieses Album. Und die nennt sich halt Hashtag Selfie-Tour. Oder ohne Hashtag eigentlich nur Selfie-Tour. Ja. Das Interessante an dieser Tour ist, es gibt Tourdaten, wie man es halt kennt. Allerdings gibt es von den ganzen Städten und Terminen, wo er ist, glaube ich, nur insgesamt 5 oder 6 bestätigte Orte. Und das sind irgendwelche Media- bzw. Saturn-Märkte. Der Rest steht immer da, Ort folgt. Und da der Mann vor Intelligenz ja so nur so sprudelt, macht er das natürlich ganz geschickt. Er hat sich einen Lieferwagen gemietet. Ich glaube, Six hießen die oder so, keine Ahnung, sind ganz bekannt. Und fährt damit durch ganz Deutschland. Sixt, genau. Ja. Und fährt damit halt durch ganz Deutschland. War jetzt unter anderem schon in Erfurt, Göttingen? Nee, Weimar, Erfurt, Weimar, Oldenburg und was weiß ich, München glaube ich auch. Er fährt damit den Lieferwagen einfach hin, macht dann so einen kurzen Social-Media-Post, wo er ist und dass alle dorthin kommen sollen. Und in Oldenburg, da gab es dann ein Problem, weil Polizei sagt, es waren 500 Menschen vor Ort. Moment, das war aber Augsburg, oder? Ja, Augsburg-Oldenburg. Ist das nicht irgendwie in der Nähe? Weil ich habe auch Oldenburg. Das ist am anderen Ende von Deutschland. Augsburg ist in dann, nee, Bayern halt, dann war er hoch. Bayern und Oldenburg ist in Niedersachsen, glaube ich. Ah, okay, dann war er hoch in Oldenburg. Oder hat er in Oldenburg statt Augsburg? Das wäre ein krasser Fail von der Redaktion. Nee, aber stimmt, Augsburg, weil da hat ja der Augsburger Allgemeine drüber geschrieben. Ja, da war halt auch dort online gelesen. Genau, und statt ja, 500 hat die Polizei gesagt, Augenzeugen irgendwas so zwischen 1000 und so weiter und so fort. Ist natürlich ein absolutes Chaos in der Stadt entstanden. Kannst du dich ja verstehen, wenn 1000 Kiddies da irgendwie zu einer bestimmten Stelle rennen und er dann im Lieferwagen und alle drücken und sonst was, ist natürlich weder bei der Stadt angemeldet gewesen noch beim Ordnungsamt, ne, weil ist ja Leon Mascher, muss man ja nicht machen. Und ja, da war dann halt dort, das ist eskaliert, wer jetzt gedacht, ich glaube, ein Mädel ist gestürzt, dann hat sich irgendwas gebrochen oder so, andere Kopfverletzung, andere dehydriert und alles, ja, und dann ist er dann halt weggefahren und die Polizei hat natürlich dann nach denen gesucht, haben dann irgendwie im Café gefunden und haben dann mal kurz ihn plus seine 3 komischen halbstarken Security-Affen da halt mal mit aufs Revier genommen. Ja, und dort, so freundlich und zivilisiert wie er ist, hat er natürlich gesagt, ne, das ist scheiß Bullensinn, weil er hatte ja an den Tag noch einen Termin in München mit seinem Konzert, den konnte er dann nicht wahrnehmen, weil sie ihn dort festgehalten haben, weil musste ja ein bisschen was geklärt werden. Ne? Man kann ja nicht einfach so kommen und ein bisschen Chaos anrichten und wieder gehen. Ne? Das lässt sich der Staat nicht gefallen. Ja, und da hat er noch die Polizisten beleidigt, seine Bodyguards auch, und da gab es erstmal eine dicke, fette Anzeige. Ja. Aber er hat sich nicht nehmen lassen, später auf Snapchat dann noch so zu sagen, Oldenburg, ne, die ganzen, seine Kinderarmee, die war krass, aber sind dort halt der asozialsten Bullen. Daraufhin hat er nochmal eine Anzeige gekriegt. Wow. Ja. Weil absolut dumm, zu Recht, finde ich. Absolut richtig, zu Recht. Weil dumm muss dumm bleiben und Dummheit muss dann dementsprechend auch bestraft werden. Ja, ansonsten, das war so die eine Eskalation. Die andere war ja, wo er in irgendeinem Mediamarkt aufgetreten ist, wo dann halt mal irgendwelche Leute kamen, die ihn nicht so leiden konnten und ihn mal kurz mit Tomaten beschmissen haben. Hab ich gesehen, ja. Ja, das sind ja. Mit solchen kleinen Kirschtomaten, hieß die so? Ein Video zu, oder? Ja, Sherry-Tomaten. Sherry-Tomaten, genau. Okay. Ja, da gibt's ein Video dazu, weil die sind halt irgendwelche gekommen, die haben die geschmissen. Und er hatte halt, also das Haus, das war so, das waren Weimar, diese Weimarer Arkaden da oder so. Und in Weimar, haben, okay. In Weimar, ja, in schön Thüringen, ne? Kommt auch der Affe, war ja auch in Erfurt. Und ja, die Security in dem Haus selber, die war halt da, aber der hatte halt selber auch noch eigene Securities, was im Endeffekt nur irgendwelche, nennt sich selber Aslaks halt waren, die halt ein bisschen breder waren. Freundliche Kerle halt, genau, also ne, brede Schultern, nichts in der Birne.
Und ja, die haben dann halt mal kurzerhand irgendjemanden gesehen, der so eine Tomate in der Hand hatte. Ob der damit was zu tun hat oder so, sei ja mal dahingestellt. Und wie man es halt so als Security macht, deeskalierend wirken, aus der Hand geschlagen, hintergeschubst und irgendwie kam dann noch ein anderer Security-Typ von denen, also nicht vom Haus, sondern von Leon Marchand, so von der Seite und hatten mal kurzerhand gegen Nische geschlagen. Dann haben sie ihn zu Boden gerubbt, dann haben sie ihn in den Bauch reingelatscht und alles. Und das hat natürlich seine Kreise gezogen, versteht sich. Ob da gegen Anzeige erstattet worden ist, weiß ich nicht, wäre aber eigentlich sinnvoll. Also man hat so die ganze, das ganze soziale Verhalten dieses Menschen und seiner Affen, aka Kompanen, halt mal live festhalten können. Und das ist beruhigend, das muss man lassen, das muss wirklich beruhigen, dass solche Menschen so eine Reichweite haben. Und gerade so eine junge Zielgruppe, da kann auch Gutes dabei rauskommen. Also ich weiß nicht, warum die Leute den haten. Verstehe ich nicht. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil im Internet, ne? Da kommen dann auf einmal so Leute hoch, die sollten eigentlich keine Berühmtheit erlangen. Das ist wirklich traurig teilweise. Vor allen Dingen, das sind ja die Leute, über die man auf dem Schulhof redet dann, ne? Und wenn man sich dann an solchen Leuten Vorbild nimmt, ja, kann man machen, ne? Ist dann halt scheiße. Also, ich meine, ja. Ich verstehe sowas auch nicht, aber das wird es immer geben, leider. Ja, klar. Mich würde mal interessieren, ob der einen Schulabschluss hat und wenn ja, welchen. Ich glaube, der hat ihn. Also der einzige YouTuber, der mir bis jetzt bekannt ist, der weder Ausbildung noch Schul... Also Ausbildung haben viele nicht. Ne, das geht ja bei YTV schon los. Aber der einzige, der mir bekannt ist, der keinen Schulabschluss hat und keine Ausbildung, ist KS Freak What Else. Der hat keins von beiden. Ja, das ist ja auch der King of Austria, ne, also Glückwunsch, Werner. Dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass ihr noch so ein königliches System da habt. Ich wusste es auch nicht. Aber, ja, ne, KS-Freak ist wirklich der Einzige, also der mir jetzt bekannt ist, der keinen Schulabschluss hat und keine Ausbildung. Aber dafür halt der King of Österreich, ne, oder der größte YouTuber in Österreich ist. Aber wenn wir schon bei dem ganzen Gesocks sind, können wir auch noch, glaube ich, raushauen, dass UpRed ein neues Video rausgehauen hat, neues Musikvideo rausgehauen hat. Stimmt, das erste Musikvideo 2017. Einen Tag vorher angekündigt, hat er selber, ne, er hat dann ein Video gemacht, wo er über sich selber in der dritten Person gesprochen hat. Und hat dann halt angekündigt, dass das erste Musikvideo 2017 dann am letzte Woche Sonntag rausgekommen ist mit dem wundervollen Namen Babacar. Ja. Und es geht in diesem Song, wenn man es Inhalt nennen kann, eigentlich nur darum, dass er sich einen neuen Mercedes geleistet hat, der irgendwie, wenn der das im Video war, nicht mal besonders war. Also sah jetzt nicht irgendwie nach einem besonderen, also so wie AMG sah es jetzt nicht aus. Nee, es war halt ganz normale A-Klasse, glaube ich. A-Klasse wieder schon. Ja, und da hat er halt mal einen Song drüber gemacht, der jetzt so inhaltlich jetzt nicht viel hergibt, so laut ein paar Leuten, die da ein bisschen Ahnung haben, was Technik und so angeht. Ganz okay war, also er hat sich wohl schon im Vergleich zu den letzten Songs gesteigert, aber es ist halt trotzdem noch weit weg von guter Musik, von daher, aber da ja, können wir uns dieses Jahr sowieso noch auf vieles freuen, denn er wird sicherlich nicht das letzte Musikvideo gewesen sein. Ich habe nur interessant gefunden, das Verhältnis Like und Dislike. Ja, das ist immer. Alter. Ach Ansgar, spiel doch mit uns mit, das kann doch nicht sein. Ich, das war der verzweifelte Versuch, den Helfer irgendwie Hans Kontrolle über wissen, den Helfer zurückzuerlangen, aber nichts möglich. Nichts möglich. Bist dich. Ja, jetzt lädt's wieder. Ah. Ja gut. Ah, was kann man denn noch berichten? Minimal kurzes, ne, weil dann sind wir nämlich auch schon wieder rum. Ganz kurz noch, ich habe gesehen, dass Tanzverbot 300.000 Abonnenten hat jetzt. Richtig. 300.000 Abonnenten. 300.000 Abonnenten und ein Video mit Ansage an Lidl-Mitarbeiterin. Ja, genau. Ich glaube, das hatte ich noch nicht in der Aufnahme erzählt. Ne? Ich hatte mich ja gefreut, dass der mal im Stream vorbeigeschaut hat. Richtig. Der Tanzverbot. Leute, Ansgar war's der Echte. Ja, das war der Echte, der hatte dieses Bestätigzeichen. Ich war mir auch nicht ganz sicher, aber das haben Zuschauer dann nochmal gesagt, dann später. Okay. Ich hatte es auch selbst gesehen, aber die haben dann nochmal bestätigt, dass es auch wirklich so war und nicht eine Einbildung von mir. Das heißt auch, der guckt deine Videos, oder? Nee. Ich glaube, der ist einfach nur bei dem Livestream einmal kurz, das wird bei YouTube ja dann oft vorgeschlagen und dann ist der einmal kurz irgendwie... Warte mal ab, wie war's? Ah, okay. Der hat nur Hallo geschrieben.
Ach so. Aber ja, ich fand das trotzdem lustig. Ja, ja gut, klar. Das wollte ich nur als Anekdote hier mal kurz einwerfen. Wir sind, naja, noch nicht ganz. Nee, nee. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, der ist jetzt ganz stark auf Wohnungssuche, ne? Der liebe Tanzverbot. Ja, ja. Er will ja ausziehen. Von Muttis Haus. Muttis Wohnung. Haus ist es ja nicht. Nee, nee, so eine Wohnung, glaube ich. Hast du gerade den Chantier zurückgesetzt? Ja. Okay. Ach so, weil du mit denen in die Zone reingefahren bist, alles klar. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der richtige war, aber ich glaube schon. Weil ja, wir haben mal einen Chantier gesehen. Oder? Nee. Ja, doch, Schwärmplus, ja. Vielleicht, keine Ahnung. Dann wurde der hier wegen des Zurückgesetzten hier nochmal angezeigt später im Menü. Ach so, so ja. Welchen Hänger hatten wir denn da? Den Bandit, ne? Den Krampe, ja. Gut, aber okay. Wir sind fertig. Habt ihr noch ein Thema, sonst sind wir fertig für heute. Sind wir fertig, würde ich sagen. Sind wir fertig, wir haben ja morgen noch einen Tag vor uns. Genau. Gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auch bei den anderen gerne vorbeigucken, in die Videobeschreibung verlinkt oder eben auf der Endcard im optimalsten Fall. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Gemeinderade. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Lülü. Tschüss.